8 Uhr morgens im Gastbetrieb Villneuss in Villneuss. Hier wird ein ausgedehntes Frühstück für Hausgäste und einheimische Brunchliebhaber und Brunchliebhaberinnen serviert. Das Frühstück ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil vieler Gastronomieangebote in Südtirol geworden. Stefanie Messner bereitet zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Doris eine frische Eierspeise zu. In dieser Küche werden ausschließlich Gerichte für das Frühstück und den Brunch im Villneuss zubereitet. Am Buffet sorgen über 250 verschiedene Produkte und Leckereien für ein besonders vielfältiges Angebot. Also wir schauen vor allem, dass das von Toldo ist. Ist ganz, ganz viel. Aber es ist halt auch, legen wir viel Wert, dass das jetzt von Südtirol kommt. Wir haben verschiedene Aufschnitte, verschiedene Käse, auch von Toldo, Aufstriche. Da auf der Seite sehen wir eben die hausgemachten Marmeladen. Ein bisschen ist Obst. Nachher geht es da weiter zu unseren Energiekugeln. Nehmen wir ein Kraftgame für danach, dass man richtig gut wandern kann. In Synergie mit dem Hotel- und Restaurantbetrieb haben Stefanie und ihre Familie mit dem Brunch ein attraktives Zusatzangebot für Hotelgäste und Einheimische geschaffen. In der Hotelküche, genauer gesagt in der Patisserie, werden täglich frische Backwaren für die Frühstücks- und die Restaurantgäste hergestellt. Viel Arbeit für die Familie und das Team. Wir tieren alle Sachen wieder danach am Buffet für die Arbeiter her. Die geben ein Salatbuffet und freuen sich natürlich auch über die Sachen vom Frühstück drüben. Dann wird selten mal alles aufgebraucht. Die ganzen Obstsalat und Obstsorten brauchen wir nachmittag wieder für die Eisbecher, sehr genötig. Es ist eben dahinter, dass wir das alles wieder verbrauchen und verwerten. So wird auch der heute zubereitete Apfelstrudel nicht nur am Frühstücksbuffet präsentiert, sondern auch als Nachtisch des Mittagsmenüs im Restaurant angeboten. Ohne diese Synergie wäre ein so reichhaltiges Brunch-Angebot wie jenes im Villneuss nicht machbar. Stefanie setzt vor allem auf einheimische Produkte. Die Zusammenarbeit mit anderen Slowfood-Betrieben im Tal ist ihr besonders wichtig. Auch die Gäste wissen dies zu schätzen. Sowohl jene, die hier ihren Urlaub verbringen, als auch die zahlreichen Einheimischen, die das lange Frühstück ebenfalls für sich entdeckt haben. Wir haben gesehen, die Hausgäste, die essen jetzt nicht oder nützen das Angebot nicht so sehr wie ein externer Gast, weil er kommt ja bewusst her zum Frühstück und der Gast tut ja eher wandern und ist aktiv, muss jetzt nicht so viel essen. Und dann haben wir das als Schade empfunden, wenn da jetzt alles übrig bleibt und wir das schon jeden Tag so, mit so viel Liebe alles herrichten, dass das jetzt auch ein bisschen der Südtiroler Gast oder nicht der Südtiroler Gast, die Einheimischen auch nutzen kann. Ein anderes Ambiente und ein anderes Angebot bietet Nonna Glück in Kaltern seinen Gästen. Für Gastronomie-Experte Reinhard Steger ein interessanter neuer Ansatz. Eine Kombination aus Boutique, Brunch und Kaffeehaus. Getrieben wird das Thema eigentlich durch die Südtiroler. Durch die Südtirolerinnen, sei es als Gastgeberinnen, sei es als Gäste. Und daraus ist dann eben, ausgelöst durch Corona, ist eine Vielfalt entstanden. Man sucht unterschiedliche Locations, man ist gerne in der freien Natur draußen, man ist in einem Stadel drin, man ist in einem Modegeschäft drinnen, wo man Brunch anbietet. Also da hat sich im Grunde eine ungemeine Vielfalt entwickelt. Mara Vorhauser hat das Gastronomieangebot zusammen mit ihrer Schwester, der Mutter und der Großmutter, der namensgebenden Nonna Glück, vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Aus der Boutique entstand so ein ganz neues Ambiente. Wir wollten irgendwo einen Treffpunkt generieren, schaffen, wie ein großes Wohnzimmer, dass die Leute einfach vorbeikommen, verweilen, sich austauschen, einen Spaß haben und aber auch genießen können. So ein bisschen wie Urlaub daheim. Auch im Freien, neben Brunnen, durch den Plätschern ist das also ein bisschen eine Ruhezone. Ja. Auch im Nonna Glück legen Mara und ihr Team viel Wert auf Selbstgemachtes und auf die Präsentation der einzelnen Gerichte.
das Frühstück als Trend neu interpretiert und wie eine dritte Mahlzeit inszeniert. Ja, lange Zeit war das Thema Frühstück halt Frühstück, es war statisch, jetzt ist es ungemein dynamisch, es ist die Vielfalt auch da, man ist bereit auch, die Gäste sind bereit, hier auch dementsprechend Geld auszugeben, man gibt teilweise auch, ist bereit, mehr Geld auszugeben, wie für ein einfaches Mittagessen. Und es hat sich vor allem eine dritte Mahlzeit, wir sprechen von einer sogenannten dritten Mahlzeit, vollkommen entwickelt für die Hotellerie und für die Gastronomie, für die Gastgeber, weil vorher war ja primär das Mittagessen und das Abendessen, was angeboten worden ist. Das Angebot im Nonner Glück umfasst einige à la carte Gerichte, aber vor allem Kombinationen. Der Klassiker ist eine Mischung aus salzigem, süßem, gebackenem und frischem. Was wir hauptsächlich machen, ist unsere Brunchplatte. So, das ist immer ein Teller, den kriegt jeder, der es halt bestellt. Und da ist oben ein salziger Teil mit einem Aufschnitt der Käse und so weiter und so fort. Und ein süßer Teil. Was wir auch machen, ist ein veganer Brunch, nämlich der gesamte Brunch vegan, logischerweise. Und da, wenn irgendwelche Allergien sind, dann sind wir eigentlich sehr flexibel und passen uns stark dran an. Das Angebot kommt bei Einheimischen wie Touristen gut an. Auch bei den Gästen sind es vermehrt Frauen, die sich fürs Brunchen und das lange Frühstücken begeistern. Na, mir gefällt es einfach gut, dass man so viele verschiedene Sachen kriegt, ja, sei es süß, sei es salzig. Und ich bin besonders überzeugt von veganen Frühstück und ich finde es einfach super, dass sie da so viel Auswahl haben und alles dabei ist. Gesundes Essen in einem anderen Ambiente genießen, so könnte man es wohl am besten umschreiben. Wer zum Einkaufen in die Boutique kommt, trinkt auch gerne mal einen Kaffee oder isst ein Stück Kuchen. Daraus ergibt sich eine Win-Win-Situation sowohl für den Umsatz in der Boutique als auch für das Gastronomieangebot. Auch wenn beides strikt voneinander getrennt werden muss, zumindest was die Lizenzen angeht. Allerdings gibt es auch einige Herausforderungen zu meistern. Also momentan die größten Herausforderungen sind für uns sicher die Kosten, irgendwo eine Qualität zu halten, aber nicht mit dem Preis extrem in die Höhe schießen zu müssen, das ist sicher Problem Nummer eins. Was ein bisschen für uns im Laufe der Zeit Herausforderungen beinhaltet hat, war die vegane Küche. Wir haben uns müssen einlesen, wir haben müssen Produzenten finden, wir haben müssen tüfteln, was kann man da jetzt auch machen. Und genau, das war sicher auch ein Problem. Mitarbeitersuche darf mir uns jetzt, um ehrlich zu sein, nicht beschweren, weil wir einfach super Arbeitszeiten haben. Wir haben Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr, wir haben sonntags frei, wir haben Feiertage frei. Bewährtes neu inszenieren, Synergien nutzen und dem Frühstück einfach mehr Aufmerksamkeit schenken. Ganz nach dem Motto, Frühstück ist die schönste aller Mahlzeiten. Man ist ausgeruht, hat sich noch nicht geärgert und ist voll neuer Hoffnungen für den bevorstehenden Tag.